Let there be wind and occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a clock and a dove. But first of all, please, let there be love. Hallo, ich bin die Daniela aus Wien und suche einen netten Mann. Ich arbeite in einem Supermarkt in der Feinkost und bin sehr zufrieden damit. Was ist das Schöne an Ihrem Job? Dass ich jeden Tag mit Kunden zu tun habe und auf jeden individuellen Wunsch der Kunden eingehen kann. Und da ich in der Feinkost arbeite, die Wurst dünn aufschneiden, dick aufschneiden, auflegen, gestapelt. Das ist jeden Tag verschieden. Wieso haben Sie keinen Partner? Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich schon ein paar Jahre alleine bin. Und man wird einfach wählerisch, sage ich jetzt einmal. Man achtet mehr auf die Kleinigkeiten, wenn man dann schon länger alleine ist. Was sind denn so die Kleinigkeiten, die Sie zur Raserei bringen? Ja, eigentlich so die Klassiker, wenn man gemeinsam isst und der Teller bleibt am Tisch stehen. Das sind zwei Handbewegungen vielleicht in die Abwasch zum Reinstellen. Wie soll der Mr. Right ausschauen? Also optisch habe ich da jetzt nicht wirklich ein Ideal. Also ich möchte halt schon, dass er größer als wie ich. Er muss jetzt nicht dünn sein, er soll jetzt nicht dick sein. Es soll zu mir halt einfach passen und es muss einfach das Gefühl da sein. Dadurch ich auch so ein lustiger Mensch bin, sollte halt auch einen Spaß verstehen und auch über ernste Themen reden können. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist mir halt auch schon sehr wichtig, weil ich halt doch auch mein Geld selber verdienen möchte. Verstehen das manche Männer nicht? Manche Männer tun sich schwer, glaube ich, weil sie halt das starke Geschlecht sind oder das sein wollen und damit sich beweisen möchten vielleicht oder so. Let there be you, let there be me, oysters under the sea. Ich sehe auf Ihrem Unterarm ein Tattoo, da steht Papa drauf. Ja, das habe ich mir machen lassen nach dem Tod von meinem Vater. Was war er für ein Mann, Ihr Vater? Er war sehr hilfsbereit und großzügig. Und wenn man Probleme gehabt hat, hat man zu ihm kommen können. Ich schaue, dass ich einmal im Monat meinen Friedhof besuchen kann mit meiner Schwester und dann zünde mein Kerzchen an und dadurch, dass die Ehrengräber auch in der Nähe sind, dann gehen wir rüber zum Falco-Grab und heißt ja auch Hans Hölzel und dann setzen wir uns auf die Bank und denken an die zwei Hansis. Ihr Vater hat auch Hansi geheißen? Ja. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich eigentlich jeden Tag mit meiner Oma telefoniere. Wir reden über eigentlich alles, wie der Tag war, ob es jetzt Außerirdische im All gibt. Meine Oma ist eher skeptisch, aber ich würde schon sagen, dass da noch was gibt außer uns. Also für mich schauen die jetzt nicht wie diese klassischen kleinen grünen Marsmännchen aus. Ich würde schon sagen, dass sie eine Gestalt haben menschlicher Art und vielleicht gräulicher vom Farbton her. So würde ich mir das vorstellen. Wenn es sie geben würde, wäre das schön, sie kennenzulernen, die grauen Männchen, oder hätten sie furchtbare Angst davor? Also furchtbare Angst, eher weniger, mehr neugierig, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hinstürmen würde und Hallo sagen müsste. Ja. Also schon neugierig, aber zurückhaltend neugierig. Vielleicht rennt der schreiend davon, ja. Man weiß es nicht. Ich rede jetzt nicht von den Außerirdischen, sondern von den Männern hier auf Erden. Was finden Sie sexy, Daniela? Von einem Freund zum Beispiel habe ich die Oberschenkel recht sexy gefunden. Das muss man sehen und dann
muss sexy sein. Das gefällt Ihnen jetzt, wenn Sie dran denken. Ja. Finden Sie sich selber sexy? Also nicht jeden Tag, aber man kann sich auch, wenn man stärker ist, sexy fühlen und sexy anziehen. Natürlich. Ja. Let there be wind and occasional rain, jelly con carne, sparkling champagne. Let there be birds singing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Was ist mit den Männern, die Sie treffen? Was funktioniert da nicht? Ja, ich sag's ganz ehrlich, die meisten wollen eigentlich nur mit ins Schlafzimmer gehen und das ist absolut nicht mein Interesse. Ich möchte jetzt einen Mann kennenlernen und schauen, dass das für die Ewigkeit ist. Ich stelle mir die große Liebe halt wirklich so vor, dass ich Feuer und Flamme für einen Menschen bin. So wie Rosamundchen Pilcher halt. Also richtig toll muss das einfach sein. Und das wollen Sie jetzt endlich erleben? Ja, das wäre schön. Let there be love, let there be love, let there be love.